Helene Stöckel, Ernas Weihnachtsgeschenk, gelesen von Jasmin Stab. Acht Tage vor Weihnachten war es. An dem Fenster eines großen, schönen Hauses in einer der Hauptstraßen Wiens stand ein etwa elfjähriges Mädchen und blickte auf das Leben und Treiben der Straße hinab, das durch die Weihnachtszeit noch lauter und bunter als sonst war. Das Zimmer, in dem das Mädchen stand, war trotz der Dämmerung noch nicht beleuchtet. Auf der Gasse aber blitzten und funkelten die Laternen schon in langer Reihe und beleuchteten hell die Gesichter der geschäftig hin und her laufenden Leute, der Großen und Erwachsenen, wie der sich fröhlich hindurchdrängenden Kinder. Jedes Mal, wenn ein besonders lebhafter Ruf der Bewunderung von der Straße aus an ihr Ohr drang, zog ein leises Lächeln über das blasse, zarte Gesicht der in der Stube am Fenster stehenden. Sie war so ganz in ihre Beobachtungen vertieft, dass sie es gar nicht bemerkte, als ein Herr in Reisekleidung jetzt aus dem erleuchteten Nebenzimmer hereintrat und auf sie zuschritt. Erst als er die Hand sanft auf ihre Schulter legte, fuhr sie aus ihrem Sinnen auf. Oh, Papa, du bist's, rief sie seine Hand liebkosend an ihre Wange ziehend. Was macht mein Töchterchen denn hier so ganz allein und im Dunkeln? fragte der Vater, der Kleinen zärtlich die weichen, hellblonden Locken aus der Stirn streichend. Ich sehe den Leuten auf der Straße zu. Sieh nur, Papa, wie viele Kinder da vor dem Laden stehen und wie lustig sie miteinander lachen. Der Vater seufzte leicht. Warum bist du denn so ganz allein? hat keine von deinen Freundinnen zu dir kommen wollen. Von meinen Freundinnen? wiederholte Erna leise, während ein Schatten über ihr freundliches Gesicht flog. Du weißt ja, dass ich keine Freundinnen habe. Die kleinen Mädchen, die mich manchmal besuchen, machen mir das Herz nur schwer mit ihrem steten Erzählen von dem fröhlichen Leben, das sie zusammen in der Schule und zu Hause führen. Bei mir ist's ihnen viel zu still, wenn Sie meine Spielsachen durcheinander geworfen und meine Bücher durchblättert haben, dann gehen Sie wieder. Nein, Papa, am liebsten bleibe ich mit dir und der Mama ganz allein. So gut wie ihr beide kann niemand zu mir sein. Der Vater zog ihr Köpfchen eine Weile schweigend an sich, dann sagte er: Für ein paar Tage wird sich meine Tochter nun aber ohne ihren Papa behelfen müssen. In einer Stunde reise ich ab. Sie bemerkte erst jetzt, dass er in Reisekleidern war. O oh, Papa, du reisest fort und heute schon? Aber du bleibst nicht so lange aus. Bis zum Weihnachtsabend bist du doch wieder zurück. Ganz gewiss, nicht wahr, Papa? Ganz gewiss. Ich werde euch am Weihnachtsabend doch nicht allein lassen. Vielleicht finde ich etwas Schönes auf der Reise für dich. Ich bin jetzt eigentlich nur hereingekommen, um zu fragen, was ich dir als Weihnachtsgeschenk mitbringen soll. Als Weihnachtsgeschenk? Was sollte ich mir wohl wünschen? Du und die liebe Mama, ihr sorgt ja stets für alles, was ich mir irgend wünschen könnte. So musst du eben etwas ganz Besonderes erdenken. Irgendetwas, das meinem Schneeröschen Freude machen könnte, wird es doch geben. Schneeröschen nennst du mich? rief Erna. Erfreut die Hände zusammenschlagend. Nun hast du selbst gesagt, was du mir mitbringen sollst. Bringe mir einen Strauß Schneerosen, lieber Papa. Du hast mir schon so oft von den schönen Blumen erzählt, die du als Kind zu Weihnachten im Wald gesucht, wenn der Winter so mild wie in diesem Jahr war. Aber gesehen habe ich sie noch nie. Du kommst auf deiner Reise vielleicht durch die Berge, wo sie blühen. Nun, wenn ich welche sehe, aber du darfst sie nicht kaufen, unterbrach Erna den Vater eifrig. Es müssen selbstgepflückte sein, hörst du, Papa? Also du bringst den Strauß, nicht wahr? Wenn es mir möglich ist, und ich es nicht vergesse. Aber nun behüte dich Gott, mein Kind. Es ist die höchste Zeit für mich aufzubrechen. Der Vater küsste Erna zärtlich und eilte dann in das Nebenzimmer zur Mama zurück, um ihr noch ein letztes Lebewohl zu sagen. Erna war die einzige Tochter des reichen Kaufmanns Hellwald und beiden Gatten das Liebste auf der Welt. Vielleicht gerade deshalb, weil ihr Aufziehen ihnen so große Mühe und Sorge bereitet hatte. Schwach und gebrechlich auf die Welt gekommen, hatte die unausgesetzte, aufopferndste Pflege dazu gehört, Erna überhaupt am Leben zu erhalten. Schmal und blass wuchs sie auf, mit ihrem weißen, süßen, in rührender Zartheit schimmernden Gesicht, vor jedem rauen Luftzug behütet, ausgeschlossen von dem Besuch der Schule und von dem fröhlichen Verkehr mit ihren Altersgenossen. Gern hätten die Eltern ihr eine Spielgefährtin gegeben, da ihnen das Herz wehtat, ihr Kind so einsam aufwachsen zu sehen, ja. Sie hatten sich sogar entschlossen, ein fremdes Kind ganz anzunehmen und als Pflegetochter mit Erna zu erziehen. Aber alle Versuche, die sie in dieser Hinsicht machten, fielen unglücklich aus. Die Kinder, die sie ins Auge fassten, hingen entweder von habsüchtigen Verwandten ab, die den Reichtum des Kaufmanns auszubeuten suchten, oder sie waren geistig zu stumpf und vernachlässigt. Um einen anregenden Umgang für Erna zu geben. Die Mädchen aber aus den Familien, mit denen Ernas Eltern verkehrten, taten ihr mit ihrem lärmenden Wesen, wie es gesunden Kindern eigen zu sein pflegt, mehr weh als wohl. Sie hatten kein Verständnis für Ernas stille sinnige Weise, so wie diese es nicht verstand, sich in ihre Gewohnheiten hineinzuversetzen. Ein einziges Mal hatte es geschienen, als ob Erna eine Freundin, und zwar eine ganz nach ihrem Herzen, gefunden hätte. Es war im Sommer des vorigen Jahres. Der Doktor hatte für Erna, die im Winter mehr als sonst gekränkelt hatte, die stärkende Alpenluft in einem steirischen Kurort angeraten. Während Erna sich sichtlich dort erholte, ward aber die Mutter plötzlich von einer heftigen Krankheit befallen. Einige Tage lang schwebte sie in der größten Gefahr. Als diese gewichen war, ging die Genesung so langsam vor sich, dass das Fräulein, das zu Ernas Überwachung und Gesellschaft mitgenommen worden war, seine Zeit fast ganz der Pflege der Mutter widmen musste. So war Erna weit mehr als sonst sich selbst überlassen. Wohl konnte sie den ganzen Tag in dem schönen geschützten Garten am Haus verweilen, in den von allen Seiten die Berge hineinschauten. Aber eben diese Berge machten ihr das Herz schwer. So oft der Vater, begleitet von dem treuen Josef, einem ihm seit Jahren bekannten Führer, eine seiner großen Wanderungen in das Gebirge antrat, bat sie, ihn doch auch einmal begleiten zu dürfen, ohne dass der Vater etwas anderes als ein Lächeln für ihre Bitte gehabt hätte. »Nimm ich mit dir, Papa, nur dies einzige Mal«, bat sie wieder, als der Vater den Alpenstock in der Hand, die eisenbeschlagenen Schuhe an den Füßen, Fernrohr und Feldflasche an der Seite, mit Josef, der Überwurf und Mundvorrat trug, zum Aufbruch geröstet, eines Tages vor ihr stand. »Auf den Wildkogel möchtest du mit? Wie hoch glaubst du wohl, dass du hinaufkämest? fragte der Vater lächelnd. Papa, rief Erna eifrig, ich bin nicht so schwach, wie du glaubst. Ich will ganz große Schritte machen und gar nicht müde werden. Kind, nicht zum ersten Absatz kämst du hinauf, sagte der Vater. Wenn du einmal größer und stärker bist, dann sollst du mich überall hin begleiten. Jetzt aber ist es noch nichts damit. Aber... Fügte er hinzu, als er sah, wie Erna traurig den Kopf sinken ließ. Ein Stückchen mit dem Fräulein mir entgegenkommen. Das darfst du wohl. Um drei Uhr wollen wir den Abstieg beginnen. Wenn ihr zwischen fünf und sechs Uhr am Fuße des Berges sein wollt, so treffen wir uns dort, und du kannst dir die Alpenrosen ganz frisch von meinem Hut herunternehmen. Getröstet wischte sich Erna die Tränen aus den Augen. Den ganzen Tag lang freute sie sich schon im stillen auf diesen Gang dem Vater entgegen. Als aber die Nachmittagszeit gekommen war und sie das Fräulein an das Versprechen, mit ihr zu gehen, erinnerte, da hörte sie zu ihrem Schrecken, dass die Mutter sich heute angegriffener als sonst fühle und die Gegenwart des Fräuleins unmöglich entbehren könne. Betrübt schlich Erna wieder in den Garten hinaus. Nun würde der Vater vergebens auf sie warten. Aber sie hob plötzlich den Kopf. Wozu brauchte sie das Fräulein eigentlich? Konnte sie denn nicht allein gehen? Den Weg bis zum Fuße des Berges, immer durch das Waldtal an dem schäumenden Flüsschen hin, konnte sie. Sie hatte ihn schon öfter in Begleitung der Eltern oder des Fräuleins zurückgelegt. Und den Berg hinauf? Da war der Weg ebenso wenig zu verfehlen. Man konnte ja vom Garten aus deutlich sehen, wie er sich an der Seite des Berges in die Höhe schlängelte. Der Vater hatte sie oft durch sein Fernrohr die Leute beobachten lassen, die dort hinaufgestiegen. Ja, ganz allein wollte sie gehen, nicht bloß das Tal entlang, sondern auch ein Stück den Berg hinauf. Bis zur ersten Spitze, von welcher der Vater gemeint, sie könne sie nicht erreichen, kam sie gewiss. Wie würde der Vater staunen, wenn er sie dort fände? Vielleicht würde er dann einsehen, dass sie nicht so schwach sei, wie er glaubte, und sie ein andermal auf seinen Wanderungen mitnehmen. Das Herz klopfte ihr vor Freude bei diesem Gedanken. Ohne sich weiter zu bedenken, nahm sie Hut und Jäckchen. Und schlüpfte durch die Gartentür ins Freie hinaus. Wie schön das war, so ganz allein durch den Wald zu gehen! Wie ein dem Käfig entflohenes Vögelchen flatterte sie bald hier, bald dorthin, jetzt eine Blume oder einen Zweig voll Blüten brechend, jetzt dicht zu dem Flüsschen herantretend und die Hand in das kühle, helle Wasser tauchend. Bald aber sah sie ein, dass sie auf diese Weise zu langsam vorwärts komme. Und setzte ihren Weg, ohne von demselben abzuschweifen, ruhig und bedachtsam fort. Hier und da war eine Bank unter den grünen Bäumen angebracht. Auf jeder ruhte sie ein kleines Weilchen. Als sie zum Ausgang des Tales kam, fühlte sie zu ihrer größten Freude noch nicht die geringste Ermüdung. Auch nach dem Weg den Berg hinauf brauchte sie nicht lange zu suchen. Deutlich erkennbar stieg er vor ihr auf. Freilich erschien der Berg von hier, wo er unmittelbar vor ihr lag, viel gewaltiger als von ihrem Garten aus. Und auch der Absatz, den sie erklimmen wollte, kam ihr bei weitem nicht mehr so leicht erreichbar vor. Aber sie verlor den Mut nicht. Vom Dorf schlug die Uhr die fünfte Stunde. Sie hatte also noch reichlich Zeit, bis der Vater kam. Ohne seitwärts oder rückwärts zu schauen, stieg sie eine gute Weile tapfer bergan. Als sie endlich atemholend stehen blieb, in der Meinung, schon gewaltig hoch zu sein, da wollte das Stückchen, das sie schon zurückgelegt hatte, ihr freilich verschwindend klein zu dem Weg vorkommen, der noch vor ihr lag. Aber sie stieg unverzagt weiter, Schritt für Schritt, wie es ihr schien, eine endlose Weile. Als sie wieder innehielt, da sah sie zu ihrer Freude, dass sie diesmal wirklich ein tüchtiges Stück Weges vorwärts gekommen war. Zugleich aber sah sie etwas anderes, das ihre Freude gewaltig beeinträchtigte. Hinter dem Gipfel des Berges war, ohne dass sie es bemerkt hatte, eine dicke Wolke aufgestiegen, die jetzt schwarz und drohend über ihr hing. Wenn das Wetter sie hier auf dem Berg überfiele, Eben ließ sich der erste leichte Donner vernehmen. Sie blickte erschrocken um sich. Sollte sie zurück? Den weiten Weg? Ganz allein? Sie fürchtete sich. Nein, viel besser war es, dem Vater weiter entgegenzulaufen. Er musste ja nun jeden Augenblick kommen. Eilig schritt sie weiter, immer bergan. Zuweilen stolperte sie auf dem unebenen steinigen Weg, aber sie raffte sich immer schnell wieder auf. Der lauter werdende Donner und die Blitze, die sie jetzt zucken sah, trieben sie vorwärts. Wenn sie nun erst den Vater erreicht hätte, dann wäre alles gut. Aber wo blieb er so lange? Warum kam er nicht? Plötzlich fuhr der Wind sausend daher, die ersten Regentropfen fielen. Fallend und gleitend auf dem nassen Boden lief sie weiter. Jetzt aber brach das Gewitter mit aller Macht los. Den blendenden Blitzen folgte der Donner Schlag auf Schlag, dass es von den Felsen schauerlich zurückhalte. Entsetzt sah Erna sich ganz allein der Wut des Unwetters ausgesetzt. Schluchzend und nach dem Vater rufend, kletterte sie noch eine kleine Weile weiter. Dann aber konnte sie nicht mehr. Dicht neben dem Weg lag ein riesiger Felsblock, oben überhängend wie ein Dach. Dorthin flüchtete sie sich. Dicht an den Felsen gedrückt, die Augen vor den flammenden Blitzen im Schoß geborgen, die Hände auf die Ohren gedrückt, um die schrecklichen Donnerschläge, die den Fels erzittern ließen, nicht mehr zu hören, saß sie zusammengekauert weinend da. Vater, lieber Vater! rief sie zuweilen laut aufjammernd, um dann wieder leise vor sich hin zu schluchzen. Wen haben wir denn da? ließ sich plötzlich eine tiefe Stimme durch das Tosen des Wetters hindurch vernehmen. Erna richtete sich auf. Ein Mann, eine Decke zum Schutz vor dem Regen über die Schultern gelegt, beugte sich vor, um unter dem Felsen nach ihr zu sehen. Einen Augenblick starrte sie betroffen in das bärtige Gesicht. Dann sprang sie mit einem Freudenruf in die Höhe und auf den Mann zu. Josef, lieber Josef, du bist's! Wo ist der Vater? Bring mich zum Vater! Sollte man's denn für möglich halten? rief der Führer nachdem er bedächtig das Gesicht des kleinen Mädchens in seine beiden großen Hände genommen und nach dem Tageslicht gekehrt hatte, um es deutlich zu erkennen. Das kleine Fräulein aus dem Annenhof ist's. Was machen wir denn hier auf dem Berg, ganz allein und bei dem Wetter? Er drehte sie nach allen Seiten. Und nass wie eine Katze. Na, das muss ich sagen. Ich bin dem Vater entgegengelaufen, bekannte Erna. Ist Vater denn nicht hier? Dem Vater entgegengelaufen, den Wildkogel hinauf. Ist denn das die Möglichkeit? wunderte sich Josef von Neuem. Der Herr Vater, fuhr er dann fort, der sitzt oben im Schutzhaus und wartet das Wetter ab. Und ich bin hinunter, um es der Frau Mama zu sagen, damit sie sich nicht ängstigen soll. Kannst du mich denn nicht zum Vater bringen, lieber Josef? Zum Vater? Heute Abend noch? Der Führer brach in ein gutmütiges Gelächter aus. <laughs> das wäre eine schöne Partie. Oder zur Mama hinunter? bat Erna kleinlaut. Zur Frau Mama, das ginge schon eher, wenn's nur nicht so arg regnen möchte. Er blickte mitleidig auf die vor Frost zitternde. In den dünnen Kleidern da? Ich mein halt, da würden wir krank werden. Aber es ist ja nicht weit bis zu mir daheim, besann er sich plötzlich. Da trage ich das kleine Fräulein hin. Da kann's über Nacht bleiben. Und morgen früh, wenn ich den Herrn Vater vom Berg herunterhol, nehmen wir's gleich mit nach Hause. Er nahm Erna, die sich vor Erschöpfung kaum noch auf den Füßen halten konnte, ohne viel Umstände auf den Arm, wickelte die Decke fest um sie, und trat langsam seinen Weg an. Erst schritt er wieder ein Stück zurück, den Berg aufwärts, dann bog er quer in den Wald ab und stand in einigen Minuten vor einem einsamen Häuschen, das mit seinen braunen Wänden, den grünen Fensterrahmen und dem weit vorspringenden, mit Steinen beschwerten Dach freundlich unter den Bäumen hervorsah. Der Vater kommt, der Vater kommt, rief eine frische Stimme als seine Schritte auf der hölzernen Treppe knarrten. Ein Mädchen, etwa in Erners Alter, riss jetzt die Tür der Küche auf, in der es mit der Mutter und den Brüdern gesessen hatte, so dass der Schein des Herdfeuers hell auf den Eintretenden fiel. Mach keinen solchen Lärm, Tonal«, wehrte der Vater dem Mädchen. Grüße euch Gott miteinander. Und da habe ich euch was mitgebracht, ganz was Besonderes. Er schlug die Decke von dem Mädchen, das fest an seiner Schulter eingeschlafen lag, zurück. Sie ist das kleine Dirndl vom Annenhof. Es hat dem Vater entgegenlaufen wollen. Da hab ich's auf dem Berg gefunden. Sieht ihm die nassen Kleider aus und legt's in der tonal ihr Bett. Aber weckt's nicht auf, sie ist totmüd. Ich muss gleich wieder fort, um's der Mutter zu melden, dass Töchterl gut aufgehoben ist. Vorsichtig legte er die Schlafende in die Arme seiner Frau. Die sie behutsam auskleidete. Wohl regte Erna sich ein paar Mal beim Ausziehen und schlug schläfrig die Augen auf, aber ganz erwachte sie nicht, und kaum fühlte sie sich in dem weichen, warmen Bett, als sie sich mit sichtbarer Befriedigung behaglich ausstreckte und in festen Schlummer versank. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Erna erwachte. Sie setzte sich auf und sah verwundert um sich. Sie lag in einem Bett mit rotgewürfelten sauberen Überzügen. Das Zimmer hatte weiß gestrichene Wände. Auf den Fensterbrettern standen Blumen in irdenen Töpfen. Rings um das Zimmer lief eine hölzerne Bank. Auf dem Tisch lag eine grobe Leinwanddecke. In den Ecken mit bunter Stickerei geschmückt. An der Tür hing ein kleiner Weihwasserbehälter mit einem Strauß verwelkter Palmkätzchen darüber. Wo war sie nur? Da öffnete sich die Tür, und ein Mädchen, so alt und so groß wie sie, schaute herein. Bist endlich wach? rief die Kleine vergnügt, als sie Erna im Bett sitzen sah. Das ist gescheit. Wart, ich bring dir deine Milch. Gleich darauf brachte sie vorsichtig ein Schüsselchen warmer Milch. Gelt, das schmeckt! sagte sie, als Erna in durstigen Zügen trank. »Aber wo bin ich nur?«, fragte jetzt Erna verwirrt. »Wo du bist? Ja, weißt du nicht mehr, wie der Vater dich auf dem Wildkogel gefunden und hierher getragen hat? Geschlafen hast freilich fest genug, als er dich hergebracht hat. »Wo ist dein Vater jetzt?«, fragte Erna, die nun mit einem Mal wusste, was sich am vergangenen Tage zugetragen hatte. »Der holt deinen Vater vom Berg herunter.« und nachher kommen sie und nehmen dich mit nach Hause. Nun aber steh auf, es ist nimmermehr zu früh. Aber wo sind meine Kleider? Fragte Erna noch immer etwas beklommen. Die hängen noch beim Feuer, sind aber ganz zusammengegangen und schmutzig. Die kannst nimmermehr anziehen. Ich hab dir ein Gewand von mir gebracht. Komm, ich helf dir. Es ist mein Sonntagsgewand. Du wirst schon sehen, wie sauber du darin aussehen wirst. Aber wie heißt du denn? Ich heiße Erna. Und ich bin das Tonal. Die Mädchen sahen einander an. Als Erna eine Weile in Tonals lachende Augen geblickt, da musste sie unwillkürlich auch lachen. Nachdem aber beide sich erst einmal zusammen recht ausgelacht hatten, ging die Sache schon besser. Tonal half, und es dauerte nicht lange so stand erna wie eine richtige trauntalerin da im kurzen roten röckchen eine hellblaue schürze davor über dem dunklen mieder ein rot und gelbgeblümtes halstüchlein das haar mit einem schwarzseidenen kopftuch kunstvoll zurückgebunden nun komm aber dass dich die mutter sieht rief das tonal und zog erna mit sich fort in die küche wo die Mutter Kartoffeln zum Mittagessen schälte und ihren kleinen Gast freundlich willkommen hieß. Von der Küche ging's in den Ziegenstall zum Scheckerle und Meckerle, die unter Tonals Obhut standen, dann zu den Hühnern und auf den Heuboden, wo die Hühner immer ihre Eier versteckten und Tonal triumphierend ein ganzes Nest mit frisch gelegten Eiern zum Vorschein brachte. Dann wieder hinab in den Hof, und zu dem kleinen Garten, in dem zwischen den Kohlköpfen gelbe Ringelblumen und Astern blühten. Neben dem Brunnen hinter dem Haus saßen zwei Buben, Tonals Brüder, und schnitzten eifrig an einem Stück Holz. Das ist der Zens, rief Tonal, dem Größeren lustig auf die Schultern hauend. Der will Zimmermann werden. Und der Läusel da Tischler. Sie zeigte auf den Jüngeren. »Wenn's einmal groß sind, dann muss der Zenz mir ein Haus bauen und der Läusel die Möbel dazu machen. Und du darfst auch hineinziehen, wenn's nicht vorher zusammenfällt, gelt?« rief Tonal lachend. Und wenn sie lachte, dann lachte sie nicht mit dem Mund allein. Nein, alles an ihr lachte. Die Grübchen in den Wangen, die blitzenden Augen, ja, selbst die grausen Löckchen, die ihr auf der Stirn tanzten. Erna hatte nie etwas so Lustiges gesehen. Es steckte sie unwiderstehlich an. Und als der Vater gegen Mittag in Josefs Begleitung kam, da staunte er nicht wenig, in einem der beiden schmucken Bauerndirnchen, die sich auf der Wiese zwischen den Heuhaufen lustig hin und her jagten, sein sonst so stilles, schüchternes Töchterchen zu sehen. Von diesem Tage an begann eine glückliche Zeit für Anna. Ihr Vater hatte Josef gebeten, solange sie da seien, Tonal alle Nachmittage zu ihnen kommen zu lassen. Und da Tonal jetzt ohnehin Schulferien hatte, so erlaubte es ihr Vater gern. Alle Tage, bald nach dem Mittagessen, kam Tonal angelaufen. Von Erna immer schon sehnsüchtig am Gartentor erwartet. Und immer hatte sie etwas Hübsches mitzubringen. Bald war es eine seltene Blume oder ein schöner glänzender Stein. Bald eine Handvoll Beeren, die sie unterwegs gepflückt hatte. Bald eine große Libelle, an deren Farbenpracht sie sich freuten, um sie dann wieder pflegen zu lassen. Oder auch ein Gämslein aus Holz, das der Läusel mit mehr gutem Willen als Kunst geschnitzt hatte. Dann spielten sie zusammen. Oder Tonal erzählte etwas. Das waren andere Geschichten als die vom Rotkäppchen oder Schneewittchen die ihr zu Hause so oft erzählt wurden, dass sie dieselben schon längst auswendig wusste. Da klang es beim Tonal ganz anders. Sie erzählte von dem kleinen Rehlein, das neulich nicht weit vor ihr im Gras gelegen und mit klugen Augen nach ihr hingeschaut hatte und erst dann davongesprungen war, als sie sich ihm nähern wollte. Oder von der Rehpenne, die vom Geier gejagt in ihrer Angst die Stiege hinauf bis mitten in die Küche geflattert war, und die der Vater behalten wollte, bis er sie auf Tonals Bitte wieder freiließ, damit sie zu ihren Jungen zurückkehren konnte. Sie erzählte auch von dem großen Schneefall im Winter, bei dem sie drei Tage nicht aus dem Haus konnten, bis der Vater endlich einen Ausweg beim Schornstein hinaus bahnte. Wusste sie nichts mehr zu erzählen? So fing sie an zu jodeln oder zu singen, und heimlich lächelnd hörten die Eltern zu, wenn die beiden kleinen Mädchen, das eine hell und schmetternd, das andere ganz leise und schüchtern, fröhliche Alpenlieder sangen. Erna war zusehends stärker und frischer, seit sie mit dem Tonal so fröhlichen Verkehr hielt. Auch die Mutter hatte sich erholt. Und alles wäre gut gewesen, wenn die schöne Zeit nur nicht so bald vorübergegangen wäre. Die kleinen Mädchen dachten gar nicht daran, dass es wieder anders werden könnte. Als der Vater plötzlich vom Abreisen sprach, da sagte Erna ruhig: Ja, aber das Tonal muss mit. Ohne das Tonal kann ich nicht mehr sein. Die Eltern hatten etwas Ähnliches von ihr erwartet. Und sie hätten das Tonal gern mit sich genommen. So nahm der Vater den Josef. Mit dem er so oft bergauf und bergab gewandert war, vor und sagte: Nun, Josef, lasst einmal ein Wort mit euch sprechen. Ihr seht, wie die beiden Kinder sich aneinander gewöhnt haben. Gebt mir euer Tonal mit. Sie soll's gut bei mir haben. Der Josef schwieg eine Weile. Sie soll mir sein wie mein eigenes Kind, setzte der Vater dringender hinzu. »Ich weiß«, sagte Josef, »das Pfeifchen, das ihm ausgegangen war, ausklopfend und in den Sack steckend. Dass sie es gut meinen und dass sie es nicht machen würden wie die anderen Stadtleut, die solch ein Dirndl behalten, solange sie einen Spaß an ihm haben, und es dann zurückschicken.« »Nein, Josef, da habt ihr mein Wort darauf«, unterbrach ihn Herr Hellwald. Ich weiß, ich weiß, aber nehmen Sie es nicht für Ungut, Herr. Ich hab kein Kind zu verschenken. Betroffen sah der Kaufherr ihn an. Ich bin kein reicher Mann, das wissen Sie, fuhr Josef fort. Aber Not haben mein Weib und meine Kinder noch nicht kennengelernt und sie sollen's auch nicht, solange ich mich rühren kann. Ich hab drei Kinder, aber ich hab eins so gern wie's andere. Ich kann das tonal nicht hergeben. Herr Hellwald blickte nachdenklich vor sich hin. Dann sagte er: Ihr mögt vielleicht recht haben, Josef, wenn ihr euer Kind nicht ganz hergeben wollt. Aber für ein paar Jahre könnt ihr es mir überlassen. Ihr müsst doch auch bedenken, was für ein Nutzen das für Tonal wäre. Sie würde alles lernen, was meine Tochter lernt: Sprachen, Musik, feine Handarbeit. Um, wenn sie nach Hause kommt, sich fremd zu fühlen? Und ihre Eltern und Geschwister von oben anzusehen? Aber Josef. Oder glauben Sie, Herr, fuhr dieser eifrig fort, wenn sie ein paar Jahre draußen in der feinen Welt im Überfluss gelebt hätte, es könnt ihr je wieder in unserem kleinen Haus gefallen, in dem man im Winter beim Schornstein hinaus muss? Oder es könnt ihr wieder wohl werden, unter uns einfachen Leuten mit unserer groben Sprache und unseren groben Sitten, Sie gehört dann nicht in die Stadt und nicht aufs Land. Es wäre das größte Unglück, das sie treffen könnt. So gibt sie mir wenigstens für einen Winter, das wäre gerade lang genug, damit mein Tonall die roten Wangen und sein leichtes Herz verlöre. Nein, Herr, es geht nicht. Wo unser Herrgott uns im Leben hingestellt hat, da sollen wir bleiben. Ich tät mich versündigen an meinem Kind, wenn ichs anders tät. Der Vater seufzte. Kommen Sie nächstes Jahr wieder, fügte Josef beredt hinzu, recht früh im Jahr, und bleiben Sie recht lang bis in den Herbst hinein, da können die zwei Dirndeln nach Herzenslust beisammen sein, aber in die Stadt verpflanzen tue ich mein Alpenrösel nicht. Der Vater sah, dass da nichts zu machen war, und im Grunde seines Herzens musste er dem braven Josef recht geben, so sehr er auch gewünscht hätte, seinem Töchterchen eine Gefährtin zu gewinnen so mussten sich die kleinen Mädchen trennen. Es war eine bittere Stunde, doch ging sie immer noch leichter vor sich, als die Eltern gefürchtet hatten, da beide sich nach Kinderart beim Abschied nehmen schon wieder aufs Wiedersehen freuten. Aus dem Wiedersehen war freilich bis heute nichts geworden. Erna hatte trotz des heilsamen Sommeraufenthaltes viel im Winter gekränkelt, so daß der Arzt sie, sobald die Witterung es erlaubte, in ein Seebad schickte. Nun waren Herbst und Winter zum zweiten Mal gekommen, ohne daß die beiden Mädchen sich gesehen oder irgendetwas voneinander gehört hätten. Es war am Nachmittag des Weihnachtsabends. Behaglich zurückgelehnt saß Herr Hellwald im Schnellzug, der ihn in wenigen Stunden der Heimat zutragen sollte und malte sich das Wiedersehen mit seinen Lieben aus, zu denen sein Herz ihn gewaltig zog. Die Witterung der vergangenen Wochen war ungewöhnlich mild gewesen. Erst heute machte ein schneidend kalter Wind, der von Zeit zu Zeit den Schnee aus den Wolken schüttelte, den Winter bemerkbar. Der Zug fuhr durch das Gebirge. Im Sommer pflegten Weiber und Kinder sich hier auf den Haltestellen zum Zug zu drängen, um den Reisenden große Sträuße von Alpenblumen zum Kauf anzubieten. Zur Winterzeit gab es sonst keine Blumenverkäuferinnen hier. Und doch sah Herr Hellwald, als er auf einer Haltestelle, bei der ein etwas längerer Aufenthalt stattfand, den Kopf zum Fenster hinausstreckte, ein paar kleine, vor Frost in ihren dünnen Kleidern zitternde Mädchen, die an Stangen gebundene große Sträuße weißer Blumen feilboten. Er beugte sich vor. Wahrhaftig. Die feinen großen Blüten, von dunklen Efeublättern umgeben, waren Schneerosen. Der milde Sonnenschein der letzten Wochen hatte sie erblühen lassen. Schneerosen. Er fuhr mit der Hand an die Stirn. Hatte sein Töchterchen sich nicht einen Strauß Schneerosen gewünscht? Und hatte er, der sonst jeden Wunsch seines Töchterchens das so viel entbehren musste und so bescheiden im Wünschen war, ausnahmslos erfüllte, diesmal dessen Bitte nicht ganz und gar vergessen. Es gab dem zärtlichen Vater einen Stich ins Herz. Im ersten Augenblick dachte er daran, einen der fallgebotenen Sträuße zu kaufen. Aber nein, Erna hatte einen selbstgepflückten Strauß gewünscht, und einen solchen sollte sie haben. Noch war es nicht zu so spät dazu. Wenn er seine Fahrt jetzt unterbrach und mit einem späteren Zug weiterfuhr, kam er noch immer zeitig genug nach Hause, um den Weihnachtsabend mit den seinen zu feiern. Hastig stieg er aus, übergab sein Handgepäck dem Türsteher zur Aufbewahrung und winkte eine der beiden kleinen Blumenverkäuferinnen zu sich heran. Wo hast du die Blumen gefunden? fragte er sie. Dort drüben in der Schlucht. Sie wies auf einen Taleinschnitt, der kaum eine halbe Stunde entfernt sein konnte. Die Kleine wäre in ihrer Freude über das reiche Geldgeschenk, das Herr Hellwald ihr in die Hand drückte, gern mit ihm gelaufen, um ihm den Weg zu zeigen, aber er wies sie zurück. Ganz allein wollte er die Schneerosen für sein Töchterchen suchen und pflücken. Es hatte angefangen, stärker zu schneien, aber das kümmerte ihn nicht. Er war in den Bergen aufgewachsen und mit ihnen vertraut. Und diese Gegend, die nur einige Stunden von dem Ort entfernt war, in dem er vor zwei Jahren mit den seinen den Sommer verbracht hatte, kannte er zudem von seinen Streifereien mit Josef her. Die frische Luft und die Bewegung im Freien taten ihm nach der langen Fahrt wohl. Rüstig schritt er auf der Landstraße dahin, bis der Weg in die Schlucht einbog. Hohe Buchen und Tannen bedeckten die Bergabhänge zu beiden Seiten. Nur hier und da schimmerte der Stamm einer Birke weiß hervor. Oder ein Eichbaum streckte seine mit rotgelbem, weckem Laub bedeckten Zweige in die Luft. Ein gut gehaltener, hier und da zur Bequemlichkeit der Sommergäste mit Ruhebänken versehener Spazierweg zog sich auf dem Grund der Schlucht hin. Eine kleine Weile verfolgte Herr Hellwald diesen. Dann schritt er seitwärts in den Wald hinein. Dicke, grüne Moospolster bedeckten den Boden, zuweilen von Efeuranken und Immergrün oder von den jetzt rötlich schimmernden Blättern der Breiselbeere und der Erika durchwoben. Auch die ihm wohlbekannten langfingerigen, dunklen Blätter der Schneerosen bemerkte er an mehreren Stellen. Nur Blüten wollten sich nirgends zeigen. Eifrig suchend schritt er vorwärts, und richtig, da drüben, unter einem kleinen vor dem Wind geschützten Tannengebüsch, schimmerte es ihm weiß entgegen, nicht von Schnee, sondern von Blütenflocken. Freudig bückte er sich nach den schönen Blumen, die ihm mit ihren weißen, mattrot angehauchten Blättern und den goldenen Staubgefäßen immer ein Bild seines zarten, blondhaarigen Töchterchens gewesen waren. Jetzt hatte er die ganze Hand voll Blumen. Vorsichtig löste er eine Efeuranke vom Boden, um die Stiele damit zu befestigen. Dann wandte er sich zum Gehen. Plötzlich blieb er stehen und lauschte. Klang es nicht wie leises, unterdrücktes Weinen an sein Ohr? Er sah sich um. Kein menschliches Wesen war zu erblicken. Er mußte sich geirrt haben. Doch nein! Da klang es wieder ganz leise, aber nicht zu verkennen. Er machte ein paar Schritte vorwärts. Was war das für ein dunkler Gegenstand dort an dem Eichenstamm? Es sah aus wie ein hingeworfenes Bündel Kleider. Er trat näher und beugte sich darüber. Erschrocken fuhr er zurück. Es war ein Mädchen, das die Füße an den Leib gezogen, den Kopf unter dem Röckchen verborgen, zusammengekauert dasaß, ohne sich zu regen, nur dann und wann einen leisen Klagelaut ausstoßend. Er fasste das Kind an der Schulter, um es aus seiner Erstarrung aufzurütteln. Was machst du da? fragte er. Das Weinen wurde lauter, ohne dass das Kind seine Stellung verändert hätte. Er zog das Röckchen von dessen Kopf. Ein bis in die Lippen bleiches Gesicht mit rotgeweinten Augen starrte ihm entgegen. Aber Kind, was tust du hier? Weißt du nicht, dass du erfrieren musst, wenn du hier bleibst? Es ist so still hier. Und nach Hause will ich nicht, flüsterte das Mädchen und wollte den Kopf zurücklehnend wieder in seine Betäubung zurückfallen. Hier kannst du nicht bleiben, steh auf! Die Kleine versuchte es. Aber sie taumelte und wäre gefallen, wenn er sie nicht in seinen Armen aufgefangen hätte. Betroffen starrte er sie an, als er ihr genau ins Antlitz sah. Ist es denn möglich? Tonal, bist du's? Aber Tonal, kennst du mich denn nicht mehr? Die Kleine richtete die großen dunklen Augen verwundert auf ihn. Als sie das gütige Antlitz des Kaufherrn erkannte, schluchzte sie laut auf Herr Hellwald, Sie sind's. Sie konnte nicht weiterreden, sondern barg ihr Gesicht bitterlich weinend an seine Brust. Herr Hellwald steckte seine Schneerosen in die weiten Manteltaschen. Dann hob er das Mädchen auf, schlug den Mantel dicht um dasselbe, und wie einst Josef Hellwalds Töchterchen in seinen Armen durch das Unwetter getragen hatte, so trug er jetzt Josefs Kind, warm an seiner Brust geborgen, aus dem Wald hinaus. Eine Weile lag Tonal ganz still an ihn geschmiegt und schluchzte leise vor sich hin. Dann aber suchte sie, sich aufzurichten. Ich kann nun schon wieder gehen, sagte sie mit einem Anflug ihres alten, lustigen Wesens. Es wäre doch eine Schand, wenn solch ein großes Mädel sich tragen lassen wollt. Gleich darfst du gehen, sagte Herr Hellwald. Er trug sie zu einer Bank am Ausgang der Schlucht, setzte sich mit ihr nieder und sagte, sie immer noch warm und fest in seinem Mantel haltend, So, Tonal, nun sag mir erst, wie du hierher kommst, so weit weg von zu Hause, ganz allein im Wald, und noch dazu am Weihnachtsabend. Wo sind denn der Vater und die Mutter, dass sie das leiden? Der Vater und die Mutter? Das Tonal brach von neuem in Schluchzen aus. Die sind ja beide tot, schon seit einem Jahr. Beide tot? Der Vater ist noch im selben Herbst, als sie bei uns waren, von der Trisselwand abgestürzt. Er hat einen Herrn geführt, der einen neuen Weg hat gehen wollen, aber es lag neuschnee. Und der Herr ist ins Rutschen gekommen, und wie der Vater ihn aufhalten wollte, ist er selbst hinuntergestürzt. Die Mutter war gerade krank, und wie sie den Vater heimgebracht haben, ganz tot und nicht zum Kennen mehr, da hat sie sich so erschreckt, dass sie ein paar Tage nach ihm gestorben ist. Armes Kind. Herr Hellwald streichelte mitleidig dessen Wange. Und dann? Ja. Und dann ist der Bürgermeister. Und sind die anderen Leute gekommen. Und sie haben gesagt, das Häusel und alles muss verkauft werden. Und wir Kinder müssen billig irgendwo in die Kost gegeben werden. Den Zenz und der Läusel haben's zum Halter gegeben. Weil der am wenigsten begehrt hat. Und wenn's aus der Schule sind, müssen sie ihm helfen, das Vieh halten. Und Holzschnitzen dürfen's gar nicht mehr und hungerleiden müssen's auch. Und ich bin zur Tante hierher gekommen, aber sie zankt den ganzen Tag. Und wenn ich die Blumen, die ich alle Tage zur Bahn tragen muß, nicht verkauf, dann schlägt sie mich. Wie ich heute im Wald zum Schneerosen suchen war und mir einfiel, dass heute Weihnachten ist und wie der Vater und die Mutter uns immer etwas zum Christkindel gebracht und wie gut wir's daheim hatten. Da wollte ich lieber gar nicht mehr zur Tante zurück sondern ganz im Wald bleiben. Aber du musstest ja im Wald erfrieren. Wenn ich den Rock über den Kopf zog, war mir's ganz warm, sagte Tonal leise. Und ich dachte, vielleicht käme das Christkind zu mir und holte mich. Und an die Brüder dachte das Tonal gar nicht, fragte Hellwald sanft. Die Leute lassen mich ja doch nicht hin zu ihnen. Und helfen kann ich ihnen auch nicht, schluchzte die Kleine. Und wenn ich das Tonal mit mir nehmen möchte, würde es gern mit mir kommen? fragte Herr Hellwald. Sie sah ihn staunend an. Zur Erna? fragte sie dann hastig. Zur Erna. Als ihre Schwester. Und als mein Töchterchen. Will das Tonal das wohl? Die Kleine antwortete nicht, aber sie schlang beide Arme fest um seinen Hals. Aber die Tante, rief sie plötzlich erschrocken, sie wird mich nicht gehen lassen. Sie wird wohl müssen. Nun führe mich zu eurem Bürgermeister, wenn du wieder gehen kannst. Das konnte sie. So schnell lief sie vor ihm her, dass er ihr kaum folgen konnte. Dem Bürgermeister war Herr Hellwald von früher bekannt, und nachdem der versprochen hatte, das Tonal wie sein eigenes Kind zu halten, und er eine Summe Geldes als Bürgschaft erlegt hatte, ward ein Bote zur Tante geschickt, der Tonals Sonntagskleider holte. Dann ging's zur Bahn, und drei Stunden später, nachdem Herr Hellwald seine Fahrt unterbrochen, saß er wieder in dem Eisenbahnzug und dampfte der Heimat zu. Das Tonal in seinen Sonntagskleidern mit vor Freude blitzenden Augen neben sich, während ein Strauß Schneerosen in dem Netz über seinem Kopf schaukelte. Unruhig war Erna den ganzen Nachmittag des Weihnachtsabends auf und ab getribbelt. Wo nur der Vater bleibt? fragte sie, bald zu dem einen, bald zu dem anderen Fenster tretend. Er hat doch in seinem letzten Brief versprochen, bei guter Zeit heute hier zu sein. Du weißt, dass Papa die Stunde seiner Ankunft nie genau vorherbestimmen kann, tröstete die Mutter. Du darfst die Geduld nicht verlieren. Erna versuchte der Mahnung zu folgen. Als aber der Wagen, der dem Vater zum ersten und dann zum zweiten Zug auf die Bahn geschickt worden war, leer zurückkam, da war es mit aller Geduld vorbei. Nun kommt kein Schnellzug mehr, nun kommt der Vater heute gewiss nicht mehr klagte sie. Gewiß kommt er. Gäbe es ein Hindernis, so würde er uns telegrafiert haben. Aber wenn ihm ein Unglück geschehen wäre, das wird Gott nicht wollen. Aber selbst dann hätten wir wohl Nachricht. Er kommt sicher mit dem Personenzug. Oh, den benutzt er nie, wenn ich nur keine so törichte Bitte an ihn gestellt hätte. Ich will ja gar keine Schneerosen mehr. Ich will nichts als meinen lieben lieben Papa, rief Erna und der Papa will nichts als sein kleines Mädchen. In der Tür stand Herr Hellwald in Reisekappe und Flockenbestreutem Pelz, den abzulegen er sich noch nicht Zeit genommen hatte. Mit einem Freudenschrei flog Erna in seine Arme. Als sie ihn aber, nachdem er die Mama begrüßt hatte, in sein Zimmer begleiten wollte, hielt er sie lächelnd zurück. Nein, meine Tochter, heute ist Weihnachtsabend, Bleib du ruhig hier im Zimmer, nur Mama darf mir helfen. Aber die Bescherung ist ja schon aufgebaut. Ja, aber was ich mitgebracht habe, nicht. O oh, Papa, hast du wirklich Schneerosen gefunden? Vielleicht. Und vielleicht habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich bei den Schneerosen gefunden. Etwas ganz Besonderes? Ist es groß, Papa? So groß wie du selbst. "O oh, Papa, du machst Spaß. Vielleicht ist es noch ein wenig größer", sagte der Papa lächelnd. "Es ist etwas, das du dir schon seit Jahren gewünscht hast. Aber nun sage ich kein Wort weiter und du wartest geduldig hier, bis man zur Bescherung läutet." Mit klopfendem Herzen blieb Erna allein. Was konnte es sein, das der gute Vater für sie gebracht hatte? Sie wagte kaum, sich etwas auszudenken um nicht unbescheiden zu sein. Wie lange das Warten aber diesmal dauerte, endlich, endlich tönte die Glocke. Ja, da stand der schöne strahlende Baum, ganz so wie sonst mit unzähligen glänzenden Sachen geschmückt, und da lagen unter ihm die schönsten Geschenke, welche die Liebe der Eltern für sie bestimmt hatte. Sie flog auf die Eltern zu, sie dankbar umschlingend, ehe sie sich den Geschenken zuwandte. Bücher, Kleider, Spiele, Schmucksachen, Noten, Malgerät, sie sah alles erfreut und bewundernd an. Aber etwas nachdenklich blickte sie doch darein, als sich weder Schneerosen zeigten, noch irgend etwas ganz Besonderes und Überraschendes auf dem Weihnachtstisch zu sehen war. Nun, und fragt mein Töchterchen gar nicht nach dem großen Geschenk für es? fragte endlich der Vater. Ich habe ja so viel bekommen, entgegnete Erna bescheiden. Ja, aber so groß wie du ist nichts dabei. Er nahm sie bei der Hand und führte sie zu einem Fenster, vor dem die dunklen schweren Vorhänge zusammengezogen waren. Nun sieh, was dir das Christkind noch gebracht hat. Er zog den Vorhang zurück. Vor ihr im roten Rock und blauen Schürzchen, mit schwarzem Kopftuch und buntgeblümtem Halstüchlein, stand das Tonal, einen großen Strauß Schneerosen in der Hand, und blickte halb zagend, halb freudig auf sie hin. Hast du dir nicht immer eine Schwester gewünscht? Nun hat das Christkind dir eine gebracht, sagte der Vater lächelnd. Und ich darf immer bei dir bleiben! Rief das Tonal und sprang Erna um den Hals, die vor Freude weinend die neue Schwester in ihre Arme schloss. Viele glückliche Weihnachtsfeste folgten diesem ereignisreichen Christabend. Es war, als ob das Siechtum, das Erna so lange gefangen gehalten, dem frischen, gesunden Luftzug, der mit Tonal ins Haus kam, nicht widerstehen konnte. Von Tag zu Tag röteten sich ihre Wangen kräftiger. Gewann ihr ganzes Wesen an Frische und Geschmeidigkeit, so daß der langjährige Arzt des Hauses erklärte, eine bessere Arznei als das Tonal habe er Erna nicht verschreiben können. Es gab nichts, was die beiden Mädchen nicht getreulich miteinander geteilt hätten. Wenn aber Tonal auch alles lernte, was ein gebildetes Mädchen wissen muß, ihre Herzenseinfalt und Genügsamkeit behielt sie doch. Allsommerlich besuchte sie mit Erna und deren Eltern die heimatlichen Berge. Und zugleich ihre Brüder, die auf Herrn Hellwalds Kosten ausgebildet wurden: der eine zum geschickten Zimmermann, der andere zum Tischler, so wie sie es sich einst gewünscht hatten. Bei einem dieser Besuche war es, daß der junge Sägemüller, in dessen stattlichem Gehöft am See die Sommergäste gern einzukehren pflegten, dass Tonal bat, nicht mehr in die Stadt zurückzukehren, sondern bei ihm zu bleiben als seine liebe Frau. Tonal wollte nichts davon hören, weil sie sich von Erna nicht trennen wollte. Als Erna aber im nächsten Winter sich mit einem braven jungen Mann verlobte, dessen glückliche Gattin sie im Frühjahr wurde, da wies Tonal die Werbung des Sägemüllers nicht länger ab. Eine Reihe von Jahren war seitdem vergangen. In dem schönen Anwesen am See schaltet und waltet Tonal als tüchtige Hausfrau. Ist sie auch nicht mehr ganz so zierlich und behend wie früher, ihr Lachen schallt noch immer so fröhlich, und ihre Augen blicken so schalkhaft und gutherzig wie einstmals. Die Kinder aber, die einträchtig unter dem großen Kastanienbaum des Hofes spielen, gehören nicht alle ihr. Nur die zwei Knaben in den kurzen Kniehosen, mit den ehrlichen guten Augen und den kräftig gebräunten Wangen sind die ihren. Das feine kleine Mädchen und der hübsche Knabe mit den fliegenden Locken, das sind Ernas Kinder. Jedes Jahr, wenn die Maiklöckchen ihre duftenden Blüten öffnen, zieht Erna mit ihren Kindern und den geliebten Eltern zum Tonal in die Mühle am See. Ihr Gatte kommt, so oft er sich in der Stadt freimachen kann, um nach ihr und den Kindern zu sehen. Und sie kehrt nicht eher heim, bis auf den Wiesen die Herbstzeitlosen blühen und die Berge rings um den See eine Kappe von frisch gefallenem Schnee tragen. Muss sie doch einen Vorrat an Kraft und Frische mit sich nehmen, der den Winter über vorhält. Der Winter will Erna und ihren Kindern freilich oft lang erscheinen. Mitten im Winter zum Weihnachtsfest aber pflegt sich eine große Kiste aus der Sägemühle in der Stadt einzustellen. Für die Kinder sind kleine Säckchen mit Wal- und Haselnüssen, Äpfeln und Birnen und kleine Honigkuchen darin, deren Güte sie im Sommer oft erprobt. Für die Mutter gibt es goldgelbe Butter und schönes Geflügel, für den Vater gewöhnlich einen Rehschlegel oder einen auf Fichtenzweige gebundenen Schildhahn, den der Sägemüller selbst geschossen. Ganz obenauf aber liegt regelmäßig ein großer Strauß Schneerosen. Nicht in jedem Jahr sind die Schneerosen voll erblüht, oft sind es nur Knospen, ja, wenn der Winter streng war, nur grüne Blätter. Ganz aber fehlt der Strauß nie, ist er doch für Tonal wie für Erna ein teures Erinnerungszeichen an den Weihnachtsabend, an dem der Vater unter den Schneerosen das Alpenrosal und Erna für immer eine Schwester fand.